Christian Nicolai hat ein besonderes Experiment vor. Er stattet einen Ponton Mercedes mit einer Wassereinspritzung aus und will ihn dann auch noch. Ja? Hast du schon? Will er machen. Also, ja, also da ist natürlich ein gewisses Sponsoring die Voraussetzung und deswegen gehe ich auch gerade mit dem Projekt hausieren, weil das Auto gehört nicht mir. Gehört einem Kunden von mir. Das Auto kann ich überall mit hinnehmen, überall vorzeigen. Und jetzt geht es darum, jemanden dafür zu gewinnen. Und da rede ich halt mit den Playern in der Bio- und E-Fuel-Szene, ob die sich da nicht erbarmen. Weil letztendlich geht es hier um ein Thema, wer einen Ponton Diesel, der mit zu den dreckigsten an CO2-Emissionen und sämtlichen Treibhausgasemissionen insgesamt gelten dürfte, so sauber kriegt, dass auch NOx noch deutlich reduziert wird, CO2-Ausstoß reduziert wird und Feinstäube auch noch deutlich reduziert werden, der zeigt, glaube ich, relativ anschaulich auf, was alles mit Fahrzeugen, die dazwischen, also zwischen 1960 und heute gebaut wurden, technisch alles möglich ist. Und da geht es letztendlich darum, plastisch aufzuzeigen, also angefangen mit dem ganz banalen Taschentuchtest. Ne, Auto läuft, man hält ein Taschentuch hinten vor den Auspuff und zeigt auf, das Taschentuch wird nicht mehr schwarz, sondern bleibt weiß. Und mit verschiedenen Messverfahren, da hatte ich ja auch schon im letzten Talk netterweise mit den Kollegen von Hoots gesprochen, da müsstest du mir vielleicht netterweise nochmal die Kontaktdaten schicken. Ja, lass uns das mal ein bisschen strukturieren, das geht jetzt ein bisschen durcheinander. Erstes, was ist für ein Auto, Baujahr, Leistung, Zustand? Okay, das war jetzt auch nur das Vorgeplänkel. Also es geht um einen Ponton, der einem Kunden von mir gehört, also ein 190D Ponton, Baujahr 60, ein unrestauriertes, original erhaltenes Auto im Zustand 2.2 Plus mit 45.000 Kilometer Originallaufleistung. Jetzt kann man natürlich sagen, welchen Frevel, so ein originales und gutes Auto für so einen Test heranzuziehen, hat aber einen ganz klaren Hintergrund. Wenn man so einen Test fährt mit einem Oldtimer, braucht man eine vernünftige technische Basis. Wenn ich jetzt irgendwo ein altes Möhrchen nehme mit nicht mehr nachvollziehbaren Kilometern, aber wahrscheinlich jenseits der 500.000, dann verfälschen wir Messergebnisse. Und um den technischen Zustand herzustellen, den wir brauchen, wird unterm Strich teurer. Also deshalb dieses Auto. Das Auto hat auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, war schon Teil einer Story bei Mercedes-Fans, die ich seinerzeit geschrieben habe. Aktuell habe ich das Auto auch in der Vermarktung. Und, Entschuldigung? Ja? Achso, weil hier kam gerade ein Zwischenton. Egal. Auf jeden Fall, dieses Auto soll jetzt dazu dienen, zum einen synthetischen Diesel, beziehungsweise je nachdem, welcher Sponsor sich da so bereit erklärt mitzumachen. Das kann ein HVO sein, das kann aber auch ein Kehrdiesel sein. Dieses Auto mit dem Kraftstoff zu betreiben. Damit kann man natürlich relativ leicht nachweisen, dass man von der CO2-Bilanz deutlich günstiger dasteht, weil der Kraftstoff an sich ja kein fossiles Kohlendioxid mehr freisetzt, sondern nur Kohlendioxid, das in anderer Form ohnehin in der Atmosphäre gebunden war. Ob jetzt in Pflanzenmasse oder ob es der Umgebungsluft entnommen wurde, spielt dabei keine große Rolle. Und damit ist man schon auf einem guten Weg. Wenn man einen synthetischen Diesel nimmt, hat man den Vorteil, man hat also hier nicht 250 Moleküle, die im Diesel enthalten sind, sondern im Idealfall ist man mit einem monomolekularen Kraftstoff unterwegs. Dann hat man tatsächlich nur noch die Kohlenwasserstoffe, beziehungsweise man hat einen deutlich geringeren Anteil an molekularen Verbindungen, die in den Kraftstoff nicht reingehören, die nämlich für die Feinstaubemissionen sorgen. Und damit sind wir dann beim Thema Kraftstoff senkt Feinstaubemissionen. Dann hätte man da auch schon einen großen Teil totgeschlagen. Aber was einem dann immer wieder um die Ohren gehauen wird, und das ist beim Diesel leider so, man hat immer noch NOx, also Stickoxidemissionen. Und die kriegt man zwar durch Motormanagement auch reduziert. Moderne Dieselmotoren sind da natürlich ganz anders unterwegs als ein Vorkammerdiesel.
Aber eine relativ simple Maßnahme, und die hat noch niemand in Verbindung mit alternativen Kraftstoffen getestet, ist die Wassereinspritzung. Und witzigerweise hatte ich oder hatten wir ja neulich aus einer Quelle gehört, dass die Autoindustrie wohl auch schon vor ein paar Jahren angefangen hat, mit Wassereinspritzung zu experimentieren, um die Treibhausgasemissionen bei relativ neuen Autos in den Griff zu bekommen. Und das Thema Wassereinspritzung ist eigentlich nicht neu. Man hat in den 60er Jahren ja schon mit Wassereinspritzung gearbeitet zur Leistungssteigerung im Sportwagenbereich. Und heute hat die Wassereinspritzung bei so einem alten Motor zwei Effekte. Also eigentlich einen Effekt, der aber zwei Ergebnisse liefert. Wenn wir eine Wassereinspritzung haben, senken wir die Verbrennungstemperatur signifikant, sodass schädliche NOx in der Form gar nicht entstehen. Und zum anderen dient die Wassereinspritzung dazu, die Verbrennungstemperatur zu senken, nämlich aus dem einfachen Grund, dass die Verbrennung nicht zu heiß stattfindet. Also wenn man hier mit einem relativ reinen Kraftstoff unterwegs ist, ist die Leistungsausbeute so gut und die Effizienz so gut, dass der Motor wahnsinnig gut verbrennt und dadurch auch zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Und hier hat man dann den Effekt, mit der Wassereinspritzung zum einen den Motor zu schonen und zum anderen aber auch die Abgastemperatur bzw. Verbrennungstemperatur so weit zu senken, dass man die NOx in den Griff kriegt. Und bei einem fossilen Diesel ist man hier im Bereich der Senkung von ja, irgendwo in der Größenordnung 60 bis 70% der NOx. Emissionen und theoretisch kann man dann natürlich noch nachbehandeln, nur das würde ich jetzt bei einem Auto dieser Bauart gar nicht machen wollen, weil ich davon ausgehe, dass der Schadstoffausstoß insgesamt bei dem Auto so gut sein muss, dass das völlig ausreicht, um nachzuweisen, was mit moderneren Dieselmotoren und einer Wassereinspritzung und alternativen Kraftstoffen machbar ist. Also, wie hoch ist der Aufwand, um so eine Wassereinspritzanlage einzubauen? Also bei einem modernen Motor ist es natürlich ein deutlich höherer Aufwand, weil man das Motormanagement dann darauf anpassen muss und die Steuerelektronik an CAN-Bus angeschlossen kriegen muss. Beim Vorkammerdiesel und hier konkret bei dem Ponton ist es eigentlich eine relativ simple Geschichte. Man steuert zwar auch elektronisch, aber über eine relativ simple Sensorik, die mit der Einspritzanlage gekoppelt wird. Und die Kosten liegen, mein letzter Stand dazu ist irgendwo in der Größenordnung zwischen 1200 und 1500 Euro. Da gibt es auch verschiedene Anbieter und verschiedene Hersteller in dem Bereich, aber das sind so die zu erwartenden Kosten. Bei dem Auto, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, würde ich dann im Zweifel auch darauf ausweichen, einen Ersatzzylinderkopf zu besorgen. Den muss man jetzt vielleicht kalkulatorisch dann noch im Hinterkopf haben, damit der Originalzylinderkopf, der auf dieses Auto gehört, halt nicht angebohrt wird. Also da würde ich dann eher von Abstand nehmen, den weglegen und einen zweiten Zylinderkopf dafür verwenden. Geht so eine Wassereinspritzung auch beim Benziner oder nur beim Diesel? Die funktioniert auch hervorragend beim Benziner. Also dass es ein Diesel ist, liegt in allererster Linie daran, dass der Diesel so wahnsinnig in Verruf geraten ist. Und innerhalb der Verbrennungsmotoren hat nun mal der Diesel den besten Wirkungsgrad und er hat auch in Summe gesehen die wenigsten Schadstoffemissionen. Das ist bekannt und um da so ein bisschen den Blick auf den Diesel wieder gerade zu rücken, war mein Ansatz zu sagen, wir fangen jetzt bei dem Thema mal mit einem sehr simplen und als sehr dreckig verschriebenen Vorkammerdiesel an und dann kann man sich weiterarbeiten. Parallel bin ich nämlich noch mit einem Händler von US-Cars in Kontakt. Mit dem plane ich jetzt eine ähnliche Aktion mit einem neuen Dodge Ram Diesel, also mit einem V6 Diesel, der die Abgasnormen Euro 6D Temp erfüllt. Der ist gerade dabei, ein Auto zu besorgen und das schicken wir dann genauso ins Rennen. Und wenn man das Dieselthema einmal platziert hat, dann kann man natürlich auch den Benziner noch nachsetzen, klar. Hat es dann bei dem Benzin vergleichbare Effekte? Ähm,
Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe mich beim Benziner nicht so tief in die Materie eingearbeitet, aber ich gehe davon aus, dass ähnliche Effekte natürlich beim Benziner auch zu erzielen sind. Ja. Hat das, also der, mein Cousin, rein zufälligerweise Rodewald, hat ja mal die Messung eines modernen Diesels mit einem, ich glaube, Strich 8er oder so, der ist ja in der Feinstaub und Kohlen in diversen Verbrennungen relativ ähnlich, gemessen und verglichen. Der ist Professor hier an der Uni, an der FWTH Berlin gewesen und hat halt festgestellt, dass im Grunde die alten LKWs in Bezug, alten Motoren in Bezug auf den Feinstaub wesentlich umweltverträglicher sind, weil die Feinstaubpartikel so groß sind, dass sie einfach auf die Erde fallen, während die in modernen Dieseln so klein sind, dass du sie zwangsläufig einatmest und weil sie so klein sind, sie bis in die Lunge geraten. Genau, also insofern ist ein Vorkammerdiesel der umweltverträglichere, wenn es um Feinstaub geht, der emittiert keinen Feinstaub, der emittiert halt sichtbare Staubpartikel, die im Zweifel als Flocken hinten aus dem Auspuff fliegen. Genau. Und dann zu Boden fallen. Ja. So ist das. Und was sind die Planungen jetzt mit diesem Projekt? Wie willst du das öffentlichkeitswirksam vermarkten, wenn du einen Sponsor findest? Also da geht es, ich meine, wir beide haben ja Zugriff auf die gleichen medialen Kanäle. Insofern würde ich das halt jetzt über diese Medienkanäle spielen. Da hat es auch schon das eine oder andere sehr positive Feedback gegeben, das Thema spielen zu wollen. Das würde ich nutzen. Zum anderen würde ich es auch versuchen, zu einem, ja, nicht politischen Thema zu machen, aber ich würde der aktuell einzigen Partei, die in der zukünftigen Regierung sitzt und das Thema Technologieoffenheit auf der Fahne stehen hat, nämlich die FDP, auch mal mit an die Hand geben. Und da besteht halt in meinem oder hier im Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen guter Draht zur zum einen zur kommunalen FDP, aber auch im Landtag. Denen würde ich das Thema mitgeben, einfach mal als Benchmark, um aufzuzeigen, was geht. Der Ansatz soll natürlich nicht sein, zu sagen, Leute, lasst alle eure alten Strich 8 und 123er jetzt umrüsten, um damit klimaneutral unterwegs zu sein, sondern es ist ein Extrembeispiel. Deswegen ist es der alte Ponton und deswegen ist es auch der Dodge Ram, ein Riesenschiff von Auto, der eigentlich jeden Grünwähler von seinem Lastenfahrrad fallen lässt vor Schreck, wenn so ein Auto um die Ecke biegt. Und darum geht es, einfach aufzuzeigen, dass hier ein paar Perspektiven wieder gerade gerückt werden müssen und dass aktuelle Motorentechnik und sogar uralte Motorentechnik mit minimalen Handgriffen, aber in allererster Linie durch den Einsatz von vernünftigen klimaneutralen Kraftstoffen ein gigantisches Potenzial haben zu defossilisieren, wo in Summe betrachtet ein Elektroauto nicht mitkommen kann. Was jetzt kein Angriff gegen das Elektroauto sein soll, weil da bin ich natürlich auch ein klarer Befürworter der urbanen Elektromobilität. Aber also in Summe gesehen, wenn wir uns... Ich finde, aufgrund der vorherrschenden Brandgefahr ist die Idee einer Wassereinspritzung beim Elektroauto gar nicht von der Hand zu weisen. Ja, aber so große Wassertanks kann man in kein Auto einbauen. Da muss jedes Elektroauto in Zukunft 20.000 Liter Anhänger hinter sich herziehen, um genug Wasser zur Verfügung zu haben, den Brand zu löschen. Nein, es reicht ja, wenn es so viel ist, dass es genug ist, bis die Feuerwehr kommt. Aber insbesondere bei den Bussen wäre das ja vielleicht gar nicht so eine uncharmante Idee. Nein. Ja, bei denen könnte man über eine Stickstoffeinspritzung nachdenken. Die würde da wahrscheinlich Schlimmstes behindern. Aber dann kippen auch die Feuerwehrleute in der Tiefgarage alle sofort um, weil keine Atemluft mehr da ist. Ja gut, die ist ja in der Tiefgarage dann sowieso nicht mehr da, wenn so ein Auto in Brand gerät. Das ist dann ja völlig egal. Genau. Also wir haben gelernt, 1.500 Euro, aber nicht für jeden Oldtimer verwendbar. Was haltet ihr davon, Herr Mayer? Naja,
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, also wie man es macht, wie groß der Aufwand ist. Und dann, man muss ja im Grunde genommen vorneweg zumindest eine Verbrauchsrunde fahren, um daraus CO2 errechnen zu können. Eine reproduzierbare Runde mit Stadtverkehr, mit Überland, mit Autobahn. Man müsste dann vorher und nachher das Auto an Sonden hängen, um genau die Dinge, die man messen möchte, Feinstaub, vielleicht auch Grobstaubemissionen, NOx-Emissionen, vielleicht auch noch Kohlenwasserstoffe, weiß ich nicht, was da alles noch gemessen werden soll. Muss man vorher und nachher messen, Werte vergleichen und dann Schlüsse draus ziehen. Ja, exakt darum geht es auch, nämlich der Vorher-Nachher-Vergleich. Ich hatte ja vorhin mit dem Taschentuch angefangen, habe dann gesagt, alles Weitere natürlich auch noch, das Ganze natürlich medial begleitet. Genau diese Versuche sollen ja auch gefahren werden. Nämlich einmal der Ist-Zustand fossiler Diesel, alles unverändert technisch. Und dann, was passiert mit Wassereinspritzung und synthetischem bzw. Biokraftstoff. Das ist exakt das Vorhaben. Danke nochmal, weil das habe ich nämlich jetzt vergessen, vorhin nochmal zu vertiefen. Deshalb habe ich ja die Diskussion eröffnet. Markus, was hast du dazu? Nein, dieses Thema Wassereinspritzung kenne ich eigentlich nur aus Rennsport und ich glaube irgendwo von Flugzeugmotoren. Mal die Frage, du hast dich ja sicherlich damit ein bisschen beschäftigt. Was ist eigentlich der Grund, warum das grundsätzlich im Allgemeineinsatz überhaupt nicht stattfindet? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen. Der Karl Christian Janke und ich, wir haben neulich von jemandem, der recht gut vernetzt ist, die Info bekommen, dass es da wohl Experimente gegeben hat. Das hat sich wohl in der Autoindustrie oder der Trend zur weiteren Optimierung des Abgasverhaltens moderner Fahrzeuge hat sich mit der Entwicklung der E-Mobilität überschnitten. Und man hatte halt hier die Wahl, entweder oder. Und die Marschrichtung heißt ganz klar Elektromobilität. Insofern ist hier von der Autoindustrie recht wenig zu erwarten, muss man leider sagen. Die einzigen, denen ich aktuell zutrauen würde, wären BMW und Toyota. Aber alle anderen, selbst wenn also jetzt bei VW der Herbert Diess demnächst den Hut nehmen sollte, da wird niemand nachkommen, der in Wolfsburg die Technologieoffenheitsfahne hisst, sondern der wird im Grunde genommen das gleiche Programm weiterfahren und da ist nicht zu erwarten, dass da irgendwas passiert. Interessant wäre vielleicht, mal sich mit VW do Brasil oder mit VW in Lateinamerika insgesamt zu unterhalten, weil die weiterhin ja mit der Verbrennertechnologie unterwegs sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da Entwicklungen in diese Richtung gibt. Aber hier in Europa geht es jetzt eher um Gigafactories und Batteriewerke, aus denen dann in 10 Jahren wunderbare Kletterhallen und Lagerhallen entstehen werden, wenn dann die Batterieproduktion, die ja momentan, ich glaube, mit 30% Überproduktion schon geplant ist bei einem Best-Case-Szenario. Also da muss sich die Lage vielleicht erstmal wieder ein bisschen beruhigen, damit da auch Vernunft einkehrt. Was wir möglicherweise mit Mazda, die sind ja schon auch immer sehr individualistisch in ihrem technischen Vorgehen und haben recht viel noch in den Verbrennungsmotor investiert in den letzten paar Jahren. Das ist ein guter Punkt. Also Mazda wäre auch jemand, mit dem man sich auf jeden Fall mal unterhalten sollte. Vor allem vor dem Hintergrund, weil die ja das Thema Wankel wieder stärker pushen wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich völlig überfragt. Also mit Wankelmotor habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Ich bin ja selbst nur auch kein Techniker. Ich bin technisch interessierter Laie und kann mich auch in bestimmte Dinge reindenken. Aber wie eine Wassereinspritzung mit alternativen Kraftstoffen in einem Wankel funktioniert, ist eine interessante Ich glaube, dass der Frank Mehr in diese Richtung geht, dass die ja zum Beispiel dieses Otto-Prinzip auch ziemlich stark gepusht haben. Also könnte ich mir auch vorstellen. Also da scheint so ein paar zu geben, die sie noch nicht erwischt haben, die noch nicht mitbekommen haben, dass sie nicht mehr weiterforschen dürfen.
Ja, das sind Japaner, die leben nun mal nicht in der EU. Ich hatte ich das hier in der Runde mal erzählt von dem japanischen Fernsehteam während der schönen Sterneveranstaltung in Hattingen? Nee, erzähl mal kurz. Dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Genau, ich umreiß kurz. Also ich war ja vor ein paar Wochen bei den schönen Sternen in Hattingen. Das ist ja die Mercedes oder die größte Mercedes-Veranstaltung weltweit, die nicht vom Konzern organisiert ist. Und da war ein japanisches Fernsehteam unterwegs. Und die sind mir dann auch vorgestellt worden und die machten also ein bisschen bedroppelten Eindruck und waren so ein bisschen frustriert. Und da habe ich mich mit denen unterhalten und sagte, ja, wir sind hier, weil Japan blickt gespannt auf Deutschland und wird dem deutschen Weg folgen, was die Zukunft der Mobilität angeht. Und in Japan herrscht die Meinung vor, dass Deutschland sich 100% auf Elektromobilität eingeschworen hat und die Menschen hier quasi auf der Straße eine Laola machen, wenn Tesla vorbei fährt. Jetzt waren die auf dieser Veranstaltung, wo ich glaube ein Elektroauto stand, ein umgebauter SLC, und ansonsten war halt die AMG-Fraktion sehr stark vertreten, Old- und Youngtimer. Wir haben die ganze Zeit da versucht, jemanden ans Mikro zu kriegen, der den positives Feedback zur Elektromobilität gibt. Und wir haben innerhalb des gesamten Samstags nicht einen aufs Mikrofon bekommen können, der irgendwas Positives zu sagen gehabt hätte, sondern nur absolut negativ. Und daraufhin habe ich den mit auf den Weg gegeben, lasst euch nicht irren, nicht verzagen, ihr macht alles richtig, guckt euch lieber Toyota an und nehmt euch für die gesamte japanische Industrie Toyota als Vorbild, die nämlich technologieoffen und mutig in die richtige Richtung vorgehen. Aber es wird einen Grund geben, warum Toyota weltweit so stark ist, und die haben auch begriffen, dass Entwicklungs- und Schwellenländer halt anders funktionieren als Berlin-Mitte. Und insbesondere mit Hinblick auf Elektromobilität. Und die Info haben sie mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie es gesendet haben oder zumindest die Botschaft weitergegeben haben, aber die hatten ein total falsches Bild. Ja gut, das ist ja das, was von der öffentlichen Meinung hierzulande ja auch ermittelt wird. Autobild Classic natürlich ausgenommen. Und Focus Online auch. Also, zurück zum Thema. Also erstes Mal wollte ich anmerken, also dass mit der eindeutigen Festlegung auch der europäischen Autoindustrie ausschließlich auf Elektromobilität sehe ich noch nicht so, weil im VW-Konzern zum Beispiel der Skoda-Chef, der die Emerging Markets in Indien und Afrika bearbeiten soll, gesagt hat, wir werden auf absehbare Zeit gar nicht ohne Verbrenner auskommen. Und vermutlich eben dann in Tschechien oder da in der Slowakei, ich weiß gar nicht, wo das Motorenwerk da liegt, weiter Verbrenner bauen, auch wenn die in Wolfsburg nicht mehr hergestellt werden. Und wenn die Leute keine Elektroautos kaufen, dann werden sie halt Skodas kaufen und keine Volkswagen mehr. Ja. Das Know-how wird dann aber sozusagen mindestens im Konzern verbleiben. Wir haben beim Daimler genau dieselbe Konstellation, dass einfach die Verbrennungsmotorproduktion, die ja auch kostenintensiv ist, auf diese Art und Weise geschickt nach China ausgelagert werden kann. Ja. BMW baut auch keine Verbrennermotoren mehr in Deutschland, sondern die kleinen nur noch in Österreich und die größeren in Großbritannien. Auch der Audi-Chef Dussmann hat gesagt, bis ihm dies auf die Füße getreten hat, ja, wir werden sicherlich noch so lange Verbrenner bauen, wie jetzt kommt der Fachmann ins Gespräch, den werden wir gleich mal nageln. Also Totgesagte leben länger, man sollte da immer ein bisschen vorsichtig sein, dem Verbrenner zu früh das ausgesagt zu haben, und dieser Vertrag läuft ja immerhin noch 2 Jahre. Ob man es vorher schafft, ihn loszuwerden, weiß man nicht. Aber ich würde mittlerweile ausschließen, dass er noch verlängert wird. Herr Karle. Grüß Gott, miteinander. Sorry, ich bin nicht früher gekommen. Siehst du eine Chance bei deinem American La France für die Wassereinspritzung? Für die Wassereinspritzung, ja. Ich dachte eigentlich, ich fahre mit Krautwickel, ja. Also für die Wassereinspritzung wird es wahrscheinlich schwieriger. Ja, ich meine, wieso? Es ist doch ein relativ einfaches Verfahren. Und
Das habe ich Christian noch gar nicht gefragt. Wirkt das eigentlich auch verbrauchsenkend? Es soll auch, also je nach Motortyp, ich glaube, da ist das Einsparpotenzial beim Benziner wieder größer als beim Diesel. Es wirkt aber verbrauchsenkend und insbesondere beim Benziner wiederum leistungssteigernd. Also insofern hat es eigentlich nur positive Nebeneffekte. Negativer Nebeneffekt soll sein, dass es wohl zu Korrosion kommt. Nur andererseits glaube ich nicht, dass dein Motor jetzt von innen total verrosten wird, weil letztendlich läuft da ja auch feuchte Umgebungsluft mit an, im Zweifel. Aber das müsste man in der Praxis dann testen, ja. Ja, ich dachte, das wäre doch bei so Verbräuchen wie bei dem American La France eine schöne Idee, dass man ein Drittel des Kraftstoffes durch Wasser ersetzt. Immer noch 28 Liter. Kann aber noch nicht mehr 35. Danke. Von wie viel Prozent reden wir denn eigentlich? Wie viel Prozent des eingespritzten Flüssigkeit müsste dann Wasser sein? Ja, es kommt darauf an, worauf man hinaus will. Aber die Einspritzmengen sind minimal. Die werden ja quasi in den Verbrennungsprozess mit eingespritzt. Früher, später, es gibt auch Emulsionsverfahren, wo also dem Kraftstoff, bevor er im Brennraum ankommt, schon Wasser zugeführt wird. Da gibt es also unterschiedlichste Verfahren, aber ich würde mal sagen, wie viel Prozent Wasser ersetzt ein Kraftstoff, wie man sagen, Größenordnung 10% vielleicht. Ich bin ja nun auch technischer Laie, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein Emulsionsverfahren und irgendwo schon weit vor dem Zylinderkopf gibt es da eine Emulsion aus Kraftstoff und Wasser. Ich fahre dieses Auto, ich stelle es dann irgendwann ab und habe immer noch eine Emulsion von Kraftstoff und Wasser auch in den Leitungen und fahre es dann vielleicht ein halbes Jahr nicht, weil dann das Winterhalbjahr zuschlägt. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da im Endraum Korrosion geben kann. Also ich würde jetzt auch das Emulsionsverfahren nicht favorisieren wollen, weil es ist dann nicht mehr steuerbar. Wenn man das Wasser getrennt einspritzt, dann kann man die Einspritzmenge und den Einspritzzeitraum noch steuern. Im Emulsionsverfahren, das ist wohl gängige Praxis bei großen Stationärmotoren oder bei Schiffsdieseln und so weiter, da funktioniert das über das Emulsionsverfahren. Nur den Gedanken können wir eigentlich komplett ausblenden. Damit habe ich mich jetzt auch nicht eingehend beschäftigt. Also es geht darum, gezielt eine Menge X Wasser in den Verbrennungsprozess mit einzubringen. Das geht nur über eine separate Einspritzung. Ja, und es müsste irgendwie verhindert werden, dass noch Restwasser dann sich im Motor befindet, bevor der Motor abgeschaltet wird. Der Schiffsdiesel, der läuft ja fast durchgängig und bei einem Oldtimer sind ja schon mal Standzeiten von mehreren Wochen zumindest zu erwarten. Das lässt sich aber steuern. Also wenn man sich jetzt eine mechanische Einspritzdüse anguckt, die spritzt ja so sauber punktgenau ein, beim M130 Motor bleiben wir jetzt mal, wenn die Düse zu ist, ist sie zu. Da tropft nichts nach, außer die ist kaputt. Und genauso lässt sich die Wassereinspritzung auch steuern. Also die spritzt nur dann ein, wenn auch klar ist, dass das Wasser sofort mit verdampft im Verbrennungsprozess, aber dass ein reines Wasser jetzt in den Brennraum gelangt, ist eigentlich nicht auszuschließen. Das wird nicht passieren. Wie viele Hersteller gibt es für solche Einspritzanlagen? Ach, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller, sind meistens kleinere Betriebe oder auch im Motorsport. Ich würde mal tippen, in Deutschland gibt es vielleicht 4, 5 Nennenswerte, mit denen man sich dann unterhalten kann. Und ansonsten gibt es auch noch jede Menge Bastellösungen, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich würde mal sagen, so 4, 5, die alle eher im Bereich Motorsport zu verorten sind. Mit denen müsste man sich dann unterhalten. Welchen besonderen Effekt hat das in dem Motorsport? Eine Leistungssteigerung. Das ist also, man kann eine Wassereinspritzung oder man kann es sich so vorstellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemals versucht hast auf einer Party, Christian, wenn auf dem Buffet ein Teelicht ganz in Flammen stand und nicht nur der Docht brannte,
das mit einem Glas Bier zu löschen. Also ich habe das mal erlebt und ein Freund von mir, der hatte danach eine Stirnglatze und keine Augenbrauen mehr. weil da entsteht ein gigantischer Feuerball. Also sobald da Wasser eingebracht wird, dann hat man halt eine schlagartige Sauerstoffzufuhr. Und der Feuerball ging in einer Altbauwohnung mit ziemlich hohen Decken fast bis an die Decke und hatte so einen Durchmesser von 1,5 Metern aus einem Teelicht. Und das kann man auch mit einer Wassereinspritzung. Das ist natürlich jetzt nicht das vorrangige Ziel, da die Leistungssteigerung mitzufahren. Aber das passiert, wenn Fette und brennbare Flüssigkeiten in Verbindung mit Wasser gebracht werden. Also ich bin jetzt ein Nachzügler und vielleicht habt ihr die Frage schon gestellt, wie sieht es denn mit dem Wirkungsgrad aus? Der erhöht sich. Also der Wirkungsgrad wird tatsächlich erhöht. Der Verbrauch wird gesenkt, der Wirkungsgrad wird verbessert und das Stickoxid-Emissionsverhalten wird verbessert. Also man hat eigentlich nur positive Effekte. Einzig negative Effekt ist, wie ich vorhin angesprochen habe, das Thema, dass minimale Chance auf eine Korrosion im Motorraum besteht, die aber eigentlich nicht nennenswert ist. Dann stellt sich ja jetzt die Frage, warum macht man das nicht schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten? Tja, da sind wir genau auf dem gleichen Stand. Eigentlich müsste man es schon seit Jahrzehnten machen. Und die Autoindustrie weiß auch um das Prinzip und die haben auch in die Richtung experimentiert. Aber wir hatten es vorhin schon gesagt, die Entwicklung der Elektromobilität hatte da Vorrang und insofern wollte man gar nicht das Emissionsverhalten von Verbrennungsmotoren signifikant verbessern, weil das hätte natürlich auch den Hochlauf der Elektromobilität gefährden können. Jürgen Heitzmann. Man muss natürlich aufpassen. Also Christian, du entscheidest, ob du das hinterher rausschneidest, weil du hinterher von YouTube gelöscht wirst wegen Verbreitung von Verschwörungstheorien. Nein, ich habe mal für Techno-Klassiker, das ist locker so um die 10 Jahre her. So nach dem dritten Bier mit einem Entwickler von einem großen süddeutschen Autohersteller zusammengesessen. Und ich habe dann so im Spaß gesagt, jetzt guck mal, wenn du so einen Motor entwickelst, der so 200 PS liefert und ungefähr, bei der Leistung 2 Liter verbraucht, das Ding hast du noch nicht zu Ende entwickelt, dann kommt auch ein Typ mit dem Köfferchen an und sagt, schreib dann eine Zahl rein und gib her. Und da sagt er zu mir, das ist ungefähr 40 Jahre her, liegt bei uns. So, wie liegt bei euch? Und dann merkte ich so, dass ich ein bisschen unwohl wurde. Er sagte, das Geschäftsmodell zwischen allen Beteiligten läuft bei 8 Litern am besten. Und wir müssen ja immer noch so ein bisschen was in der Hinterhand haben, aber das ist nicht gewünscht. Und was Vergleichbares kenne ich von Norbert Schröder vom TÜV zum Thema Heizungssystem. Also auch da gibt es erhebliche Effizienzpotenziale über Technologien, die nicht eingesetzt werden. Also ich würde nicht ausschließen, dass es bestimmte Dinge gibt, die, wir können auch auf das Thema Diebstahlsicherung gehen, also Fahrzeuge, die nicht mehr geklaut werden können, sind ja vielleicht auch nicht so erfolgreich. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschließlich der Grund ist, warum Saab nicht mehr am Markt ist, aber es gibt einfach Dinge, die möchten nicht eingesetzt werden. So würde ich das mal formulieren. Ja, aber so festhalten. Welches Interesse genau hätte ein Autohersteller, seinen Verbrauch nicht zu senken bei den eigenen Produkten? Entschuldigung, ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Welches Interesse hätte denn ein Autohersteller, den Verbrauch seiner eigenen Produkte nicht zu senken? Nehmen wir mal an, wenn die Haupteigentümer aus Arabien kommen. Bei wie vielen Autoherstellern ist das der Fall? Also jedenfalls bei dem, mit dem ich gesprochen habe. Oh, gut. Ah, dann wissen wir, wer es ist. Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ich sage ja, also, aber ich sage mal, also, es gibt ja so Leute, wo ich sage, ja, lass den mal reden, aber diese Person gehörte nicht dazu. Also ich habe immer den Eindruck, dass wenn man aus der internen Sicht solche Sachen betrachtet, natürlich auch solche Dinge, ich will sagen mal, im Hinterkopf entstehen, weil man sich nicht erklären kann, warum eine vernünftige Technologie wie diese nicht eingesetzt wird.
Und da werden dann manchmal Rechtfertigungsgründe gesucht, die ein bisschen abseits liegen, weil vielleicht hat das Controlling gesagt, das ist uns einfach zu teuer, weil du hast, also die Einbaukosten liegen ja ungefähr bei 1500 Euro bei so einem alten Auto. Wenn du aber ein Fahrzeug hast, das eine komplexe Fahrzeugelektronik mittlerweile hat und wir haben da ja ganz schön gearbeitet, dann ist das schwieriger. Jürgen Heitzmann. Ich gehe ein bisschen in die ähnliche Richtung wie Markus. Gibt es Synergien bezüglich Technologie mit der Industrie, zum Beispiel aus Maschinenbau, wo Industriemotoren verbaut werden? Gibt es da vielleicht irgendwelche Synergien, die das Ganze eintreiben, sagen, okay, man kann anstatt beim Automotor das zu entwickeln, beim Industriemotor entwickeln, Verbrennungsmotoren in irgendwelchen Stromaggregaten oder Notstromaggregaten oder Heizungsbau mit Diesel oder sonst was. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, wo man ziehen könnte, ja, also, für diese Technik? Also das ist ja in anderen Branchen durchaus gängige Praxis. Also es ist ja nicht so, dass es da in der Erprobung ist, sondern es gibt Schiffsmotoren und Flugzeugmotoren, die damit laufen. Das kriegt nur keiner mit. Und das ist genau wie mit dem, okay, mit dem Emulsionsthema, was ich vorhin angesprochen hatte. Es wird ja teilweise für Stationärmotoren bewusst dem Diesel Wasser beigemischt und das Ganze emulgiert, um den Kraftstoff in erster Linie zu strecken. Zum anderen hat man natürlich dann auch im Wirkungsgrad, je nachdem, was man da für einen Motor hat, positive Effekte. Aber es ist nicht so, dass das Verfahren unbekannt wäre. Und hier muss man immer sagen, das Zusammenspiel von Wassereinspritzung und alternativen Kraftstoffen ist halt der Schlüssel. Weil da haben wir dann nochmal ein Potenzial, dass das Abgasverhalten von nicht fossilen Kraftstoffen nochmal deutlich zu verbessern. Insofern, da ist ja das Rad nicht neu erfunden. Man nimmt einfach nur einen neuen Kraftstoff und eine alte Technologie, die man aufsetzt. Und schon ist man einen Riesenschritt weiter. Das weiß, glaube ich, jeder Maschinenbauingenieur in allen großen, bei allen großen Autoherstellern. Die haben alle im Studium irgendwann mal solche Themen durchgenommen. Die kennen das alle. Nur es ist halt irgendwann mal komplett in Vergessenheit geraten. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hatte die Autoindustrie in den letzten Jahren andere Interessen, als den Wirkungsgrad und das Abgasverhalten der Verbrennungsmotoren zu verbessern, sondern da ging es immer darum, wo bauen wir die nächste Gigafactory, um irgendwelche Batterien zusammenzulöten. Und das ist ja erst seit 2 Jahren so der Fall. Also das kannst du ja so nicht sagen. Also das erst als der Bund angefangen hat, diese 30.000 Euro Förderung des Elektroautos auf den Weg zu bringen, haben die Hersteller wirklich ihre Chancen gewittert, weil, sag mal, noch 2019 lag ja die Elektroauto, die lagen die Absatzzahlen völlig am Boden, nicht? Also das, ja. Das erklärt es mir nicht, sage ich jetzt mal so. Die Priorisierung der Elektromobilität ist ja ist ja nicht so alt. Also das ist ja erst. Nein, völlig richtig, aber es gibt ja auch das Thema synthetische Kraftstoffe, ist ja auch viel älter als alle glauben. Alle denken, das wäre irgendwo eine neue Erfindung. Selbst während des Zweiten Weltkriegs hat man im Dritten Reich aus Kohle synthetische Kraftstoffe hergestellt, weil man an die üblichen Ölquellen nicht mehr herankam. Ich glaube, gut 40% des gesamten Benzin- und Dieselbedarfs in Deutschland Hauptabnehmer war ja nun mal die Wehrmacht, kam aus synthetischen Quellen. Das wurde also aus Kohle hergestellt. Das Verfahren kannte man damals schon. Gut, heute nimmt man keine Kohle. Wäre jetzt in der CO2-Bilanz nicht nur linke Tasche, rechte Tasche, sondern würde, glaube ich, alles nochmal viel schlimmer machen. Aber grundsätzlich sind die Verfahren eigentlich alle alt. Das ist, da ist nichts wirklich neu. Das ist schon richtig. Aber wenn du nochmal das Wort Wehrmacht erwähnst, dann werden wir wirklich von YouTube gespart. Ja, also
Es ist ja eine geschichtliche Tatsache. Ich habe ja, also wenn ich das jetzt hier mit einem aufgesetzten Stahlhelm erzählen würde, dann würde ich dir recht geben, dann würden wir was, dann gäbe es ein Problem. Aber kannst du bitte noch so ein paar Schlüsselwörter bringen, vielleicht, damit wir also garantiert in den Algorithmus rutschen, weil das wird ja, da gibt es ja ein Scoring-System. Und, wenn die dann noch rausbekommen, dass mein Onkel da in Wesseling damals dabei war, Christian, dann ist es ganz aus. Christian, jetzt, du hast noch mal dreimal Einhorn, 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 Regenbogen und Sonnenblume. Damit bist du das jetzt eigentlich wieder. LGBT, bitte. LGBT darf auch nicht werden. Christian, du hast deinen Wehrmacht-Helm gegen Koks und Nutten eingetauscht, gibst du. Ja, so oft kann ich gar nicht mehr Regenbogen sagen jetzt. Also, aber Sarah Wagenknecht ist auch dafür. Ich merke, ihr habt den Artikel gelesen über das NSKK unter der Headline Hitlers Motormänner. Wo ist der erschienen? Ich war doch nicht bei Autobild Classic, oder? Na, natürlich. Ah. Wo sonst? Und habt ihr den auch online gestellt? Nein. Das Beste gibt es nur gegen Bezahlung. Das könnte man ja gegen hinter die Bezahlschranke bringen. Nein, also, das, also die Frage, warum so eine Technologie nicht angewandt wird, ist natürlich tatsächlich interessant. Aber ich neige da nicht zu einfachen Erklärungen. Für welche Diesel ist das denn so preiswert machbar? Also sozusagen für alle, die noch nicht elektronisch gesteuert sind, oder? Ja, also es ist natürlich auch relativ preiswert oder verhältnismäßig preiswert machbar für modernere Diesel. Nur da muss halt die komplette Motorelektronik mit drauf abgestimmt werden. Bei einem analogen Diesel ist es relativ einfach, den trickst man aus und regelt viel halt über die Wassereinspritzung. Bei einem moderneren Motor muss natürlich das komplette Motormanagement mit der gesamten Sensorik darauf abgestimmt werden. Da wird es dann deutlich aufwendiger. Klar, da ist natürlich viel über Steuerung zu machen, aber da muss natürlich auch im Vorfeld gemessen und geforscht werden, um da die optimalen Ergebnisse mit zu erzielen. Und da ist so ein analoger alter Vorkammerdiesel natürlich leichter in den Griff zu kriegen. Erstmal für so einen Versuch. Aber ich glaube, bis TDI ist es relativ simpel noch. Bei Comrail sieht die Geschichte dann schon wieder anders aus. Also das würde heißen, das ginge mit Dieseln bis in die frühen 80er Jahre. Nö, noch weiter. Also TDI ist ja durchaus bis an die frühen 2000er Jahre ran ein Thema gewesen, also alles auch bis in die 90er Jahre. Also eigentlich ist es, wenn man jetzt mal bei den Mercedes-Motoren bleibt, mit Einzug der neuen Motorengeneration seiner Zeit mit Comrail, ab da wird es komplizierter, alles was davor war, ist deutlich einfacher handelbar. Optimal ist tatsächlich ein Motor irgendwo aus den 80er Jahren, egal ob jetzt ein VW oder ein Mercedes-Motor, BMW sicherlich auch, da ist man irgendwo in so einer technischen Grauzone, zwar schon elektronisch deutlich weiter, aber auch von vornherein mit optimierten Motoren und noch nicht so viel Elektronik. Also ich fände es spannend, so ein 300er G oder GD, das wäre ein wunderbares Auto, weil das ja nur auch ein sehr zeitloses Auto ist, aber kann man sich natürlich auch nicht immer so aussuchen. Das kannst du ja mal den Taliban anbieten, die haben ja die ganzen G-Modelle behalten, die wir nicht mehr mitgenommen haben. Ich finde spannend, mir hat das, muss ich zu meiner Schande sagen, nichts gesagt, diese Wassereinspritzung. Und habe es gerade parallel kurz gegoogelt, was da dann dabei rauskommt bei Wassereinspritzung. Und es wurde schon im BMW-Forum 2010 diskutiert oder heiß diskutiert, von Schwachsinn abgetan bis hin, also einer schreibt, es gibt eine einfache Regel, mehr Leistung, weniger Verbrauch, gleich Schwachsinn.
Und es gibt aber einer, der dann auch gesagt hat, dass man beim Flugzeug, bei der Focke Wulf, Wassereinspritzung eingebaut hat. Und auch bei der P-47 Thunderbolt, die mir jetzt nicht sagt, aber wohl beides Jagdflieger sind, dort schon eingesetzt hatte und wohl funktioniert. Okay. Also, und by the way, bis zu dieser Elektro, wie soll ich sagen, bis zu der Elektroaktion, die jetzt stattfindet, habe ich mir nicht vorstellen können, dass sich ganze Automobilkonzerne komplett irgendwie lenken lassen. Aber seitdem, seit ich sehe, was Mercedes macht, was VW macht, was ich glaube, Volvo wird gar nichts mehr produzieren, mehr Verbrennungsmotor. Seit das ist, bin ich völlig davon überzeugt, dass sie komplett fremdgesteuert sind. Also komplett, nicht nur irgendwie sich wirtschaftlich oder so, sondern komplett fremdgesteuert. Und deshalb kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sowas unter den Tisch gekehrt wird. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, das fremdgesteuert nennen zu wollen, weil die gucken natürlich auch auf ihren Aktienkurs und der Aktienkurs ist natürlich auch davon abhängig, dass man mittlerweile sehr auf Tesla schielt und sagt, das ist ja nun wirklich das Maß aller Dinge, auch wenn man dabei nicht berücksichtigt, dass Tesla zwar ein sehr schnell wachsendes Unternehmen ist, aber doch als Automobilhersteller nicht in die Reihe der ersten Volumenhersteller gehört. Da spielt, glaube ich, auch viel Zeitgeist eine Rolle und die Tatsache, dass man natürlich sagt, okay, die Politik verbietet uns mehr oder weniger auf Dauer unser Geschäft mit Verbrennungsmotoren und wenn es nun Elektroautos sein sollen, na bitte, wenn die dafür bezahlen, dann machen wir halt auch das. Denn jedes zweite Wort, was aus der Industrie kommt, ist ja tatsächlich so, dass man sagt, ja, also ihr müsst jetzt, der Staat muss jetzt noch die Ladeinfrastruktur bezahlen. Der Staat muss bis 2030 die Autos weiter subventionieren, was er ja tut. Also über die jetzt zugelassenen Fahrzeuge bis 2025 Ende. Zumindest werden ja weitgehend von der Kfz-Steuer befreit sein. Und das sind eine ganze Menge Anreize, wo solche Unternehmen, die ja Riesenkonglomerate sind, die sagen, das ist der bequemere Weg. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist halt, die Autoindustrie hatte in Europa ja schon vorher ganz massive Probleme. Wir haben ja schon zwischen 2016 und 2019 ungefähr 20% der deutschen Automobilproduktion verloren. Das heißt nicht, dass die deutschen Hersteller weniger Autos produziert hätten, nur sie haben sie nicht mehr in Deutschland produziert. Und das hatte zwei wesentliche Gründe. Erstens die Angst vor der Regulierung, da sind wir wieder. Und zweitens natürlich schlicht und einfach, weil gerade komplexe Dinge wie Motoren natürlich außerhalb Deutschlands in Ungarn oder in Nordamerika oder in China wesentlich preiswerter herzustellen sind. Und man hat sich eine ganze Weile hierzulande ja damit gerettet, dass man also immer versucht hat, die Produktion zu steigern, weil wir mit jedem Modellwechsel steigt die Produktivität ungefähr um 25%, weil die Autos immer besser konstruiert werden und so gebaut werden, dass sie immer leichter zu bauen sind. Deshalb hätte sich wahrscheinlich auch der Personalaufwand zwischen einem Verbrenner und einem Elektroauto vielleicht nicht nivelliert, aber stark angenähert in den nächsten Jahren. Das Problem ist aber, wenn du 25% mehr Produktivität alle 5, 6, 7 Jahre hast, dann hast du die Wahl, entweder du schmeißt 25% der Leute raus oder du musst 25% mehr produzieren. Und das ist irgendwo eine Gleichung, die irgendwann auf die erste Variante hinausläuft und nicht mehr auf die zweite, weil so viele Autos kannst du gar nicht verkaufen, dass sich das rechnet. Und deshalb sind, glaube ich, die Hersteller auch gar nicht so unglücklich darüber, dass die Elektromobilität ihnen jetzt den Vorwand bietet, zu sagen, ja, wir müssen jetzt leider unsere Belegschaften halbieren, weil zum Motoren bauen brauchen wir die nicht mehr. Die hätte man wahrscheinlich, also sagen wir mal von den 400.000, die da mindestens verloren gehen, hätte man wahrscheinlich 300.000 sonst auch auf Dauer nicht mehr gebraucht. Weil das ja nicht alles immer weiter in die Höhe gehen kann. Vor allen Dingen musst du Autos ja auch immer dann bauen und dort bauen,
wo sie verkauft werden, schon alleine aus Währungsgründen. Warum sind Mercedes und BMW in den 80er Jahren, 90er Jahren nach Amerika gegangen? Weil die Parität zwischen dem Dollar und der Mark und heute dem Euro zu stark schwankt. Das ist ein ganz erhebliches Risiko, das du nicht hedgen kannst, also auf Dauer jedenfalls nicht. Also das kannst du mal für ein oder zwei Jahre machen, dass du dann also die Währung im Vorhinein einkaufst, dann hast du eine gewisse Planungssicherheit. Aber auf 4 oder 5 Jahre geht es nicht. Und Porsche hat in den 80er Jahren zum Beispiel nicht gehedged und ist fast daran pleite gegangen, weil der Hauptabsatzmarkt die USA waren. Und in den USA haben die plötzlich nichts mehr verkauft, weil die Autos plötzlich doppelt so teuer waren, wie sie vorher gewesen sind. Also die Sache ist ein bisschen komplexer. Das wollte ich damit nur angedeutet haben. Frank grinst. Was hast du denn vor, wenn du jetzt den Sponsor gefunden hast mit dem Auto, Christian? Gibt es da besondere Auktionen oder PR-Geschichten, Berichterstattung? Fährst du damit zum Nordpol oder einmal um die Erde oder die Panamericana? Sowas kann man ja alles nachdenken, ob man das macht. Das wäre dann ja, also selbst für Autobild Classic nochmal ein Bericht wert. Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also worüber? Wäre natürlich. Mehr bitte? Details, bitte. Nein. Nein, das, also es geht ja darum, in welche Richtung entwickelt sich das, und es gäbe durchaus Potenziale, das Thema nochmal anzusprechen. Aber ich würde natürlich mit dem Auto die Medientour starten über alle zur Verfügung stehenden Kanäle. Und auch zu Veranstaltungen damit gehen. Ich hätte gerne dieses Jahr schon zur Techno-Klassiker das Auto, Entschuldigung, nicht zur Techno-Klassiker, zur S-Motor-Show präsentiert. Das ließ sich jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr realisieren, aber vielleicht ist nächstes Jahr die Techno-Klassiker tatsächlich ein Ort, wo man das Auto präsentieren kann. Da habe ich auch Möglichkeiten, das Auto vorzustellen. Nur wichtig wäre jetzt erstmal, damit man da komplette Freiheit hat, das Auto nicht nur zu zeigen, sondern es muss jemand her, der den kauft und der mit mir diese technischen Veränderungen vornimmt, die ja überschaubar sind, und das Auto so lange behält, bis ich ihn den dann irgendwann mal selber abkaufe, weil an dem Auto hängt schon seit so vielen Jahren mein Herz. Ich habe dem Kunden das Auto vor über 10 Jahren verkauft. Ich würde ihn gerne selber behalten, nur mit einem frisch gegründeten Unternehmen, letztes Jahr in der Corona-Zeit, kann man sich vorstellen, ist ein Kaufpreis für einen Ponton in dem Zustand nicht mal eben übrig geblieben. Also das würde ich natürlich gerne tun, aber das Auto ist als Galionsfigur für synthetische Kraftstoffe im Klassiker perfekt. Weil das Auto ab Werk eigentlich total dreckig ist, mit seinem Vorkammerdiesel in einem hervorragenden Zustand ist. Und der Sprung, den man hier machen kann, von total dreckig zu im Grunde genommen annähernd klimaneutral, ist so gigantisch, dass das Ganze natürlich auch eine ziemlich breite Wirkung haben dürfte. Ist der denn eigentlich millimilliardfähig? Der Diesel nicht. Der Diesel nicht, also der Ponton an sich schon, aber der millimilliard-Homologation hängt ja auch immer an der Motorisierung. Das ist wohl, ja, im Grunde ja, das muss schon ein passendes Modell sein. Aber ja, wenn du einen passenden Sponsor kriegst, ich würde mitfahren. Ich würde die Mille auch sofort fahren, überhaupt keine Frage. Auch wenn man damit, glaube ich, keine einzige Wertungsprüfung in Time erledigen kann. Aber da würde ich immer bei der Mille fragen und sagen, hier, wir haben hier ein umweltfreundliches Projekt. Wollte er uns da nicht mal eine Ausnahmegenehmigung erteilen, weil das ja auch ein Imagegewinn ist. Also mein Traumevent wäre, medial begleitet mit Toni Hofbreiter eine Runde durch Berlin drehen zu können und den hinterher aussteigen zu lassen und keine Fragen mehr zu haben. Das wäre ein Event. Jürgen, eins mal vorher noch eine Geschichte, das schneide ich dann aber auch aus. Da musst du aber Maske tragen, und zwar schweren Atemschutz, wenn du mit dem in einem Auto sitzt. Jürgen. Also wenn, dann müsstest du schon vielleicht auf der letzten Runde rausschmeißen.
Das wäre eine Option. Aber er hat ja ein Faltdach, ne? Wenn man das offen hält, hätte man es vielleicht mit dem auch aus, weil es ist bekannt, dass er halt zum fließenden Wasser ein gestörtes Verhältnis hat. Christian, was ist denn das für ein Auto, von dem ihr spricht? Ein Ponton-Diesel? Ja, wir sprechen von einem 190D, Ponton 50 PS, Baujahr 1960. Weil ich meine, dass ein 180er D bei der Millimilia mitfahrer ist, Ponton. War das ein Diesel tatsächlich? Ja. Da gibt's, ich meine, dass es eine Diesel-Kategorie früher gab, eine Dieselklasse. Ja. Gut, ich meine, also erstmal muss ich jemanden finden, der das Auto kauft. Und wenn der dann noch in der anderen Hosentasche auch noch einen Zehner findet, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, mich mit dem darüber zu unterhalten, dann auch die Mädels zu fahren. Nur erstmal geht es ja darum, seriös anhand dieses Autos das Thema alternative Kraftstoffe zu spielen und hier jetzt noch nicht mal nur auf Klassiker bezogen, sondern für alle, weil man eine sehr breite Klammer setzt. Wenn man mit so einem alten Ding antritt, dann ist jedem Laien klar, dass sowas auch mit moderneren Autos funktioniert und dass der synthetische Kraftstoff, der zur Verfügung steht, nicht der Champagner ist, von dem immer gerne geredet wird und der vielleicht auch nur den 911er Kunden zur Verfügung steht, die den aus Patagonien bekommen, sondern dass es auch für Leute wie du und mich und für dich und mich und für die Krankenschwester von nebenan zur Verfügung stehen muss. Also du hast recht übrigens, es gab einen 180D, der Millimilia gefahren ist. Ja, 1955, das Gewinnerauto hat das Kennzeichen Stuttgart-Otto 23H. aber vielleicht fängt man ja in einer Medienkooperation mit Autobild Classic nochmal mit der HBK an oder der Bodensee-Klasse. Wird es die nächstes Jahr wieder geben? Danach bist du dran, Jürgen Heitzmann. Vom 5. bis zum 7. Mai 2022 findet die Bodensee-Klassik wieder statt, nachdem wir sie zweimal haben aussetzen müssen. Und die HBK auch, oder ist das noch nicht? Die wird auch stattfinden, da gibt es aber, glaube ich, noch keinen festen Termin. Das ist ja meist Ende August oder im September. Also da muss ich langsam mal mir einen Hersteller suchen. Bodensee wollte ich immer schon mal fahren. An diesem Datum ist die Motorworld Classic, oder? Ja, genau, es ist dasselbe Datum. Jetzt lass mich mal kurz sehen, nicht, dass ich Unsinn erzähle. Die Hamburg-Berlin Classic. Da sehe ich im Moment nicht, okay. Jürgen Heitzmann, du wolltest was sagen. Ja, anscheinend gibt es eine andere Rallye in Italien, die nicht ganz so populär ist, die aber wesentlich erstrebenswerter ist. Ein Freund von mir fuhr da mit und damit er sicher damit fahren konnte, hat er eine Ernennungsurkunde erhalten als Olympionike des italienischen Olympischen Komitees. Kein Witz, ernsthaft. Also alle Teilnehmer der Nuvolari. Den Nuvolari, aber ob man da mit dem 190er diesen mitfahren darf, weiß ich auch nicht. Also es ist eine Veranstaltung, da will ich mal irgendwann noch hin. Ich glaube, das ist wesentlich interessanter wie die mit den steifen Arm von Minken. Ach, das hat auch Spaß gemacht, kann ich dir nur sagen. Also okay. unabhängig vom Arm. Und falls du dann einen Beifahrer suchst für die Bodensee Classic, ich wäre bereit. Okay, ich sehe schon, wir werden wieder in Verbindung geknüpft. Christoph muss ja leider auch... Was wolltest du sagen, Christoph? Ja, ich hätte nur eine Frage an der Christian. Bitte. Die von Östol wird ja derzeit auch ein synthetischer Kraftstoff vorgestellt oder beworben oder wie auch immer. Bist du mit denen irgendwie in Kontakt? Von wem? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden, Entschuldigung. Östol, also die Firma Öst ist ein Hersteller von Schmierstoffen in Freudestadt im Schwarzwald und ja. mit eigenem Labor und ja. die seit geraumer Zeit einen synthetischen Kraftstoff anbieten und bewerben. Ich habe aber leider, also ich habe mir da keine Details gelesen,
tatsächlich, aber möglicherweise würdet ihr euch erkennen, oder wenn man es. Also ich habe bisher von denen noch nicht gehört. Ich bin natürlich sehr aktiv in der gesamten Szene. Ich habe mit allen möglichen kleinen und großen Unternehmen gesprochen, auch mit den zugehörigen Tankstellenverbänden. Aber die Firma sagt mir jetzt nichts. Also wenn du da vielleicht netterweise mir mal den Kontakt herstellen könntest, wäre super. Meine E-Mail-Adresse müsstest du haben, ansonsten hat der Christian Janke die. Dann würde ich da gerne mal Kontakt aufnehmen, weil es ist durchaus möglich, dass ein kleineres Unternehmen eher bereit ist, da einzusteigen, weil da nicht so viel Politik im Hintergrund ist, als ein größeres. Das Firma Schuhan oder welche Firma? OEST oder Schuhan, welche ist das? Nee, ist OEST GmbH in Freudestadt. Geschäftsführer ist der Alexander Klein, den ich persönlich kenne, also der ist ein Oldtimer-Fahrer auch. Die sind häufig Sponsoren bei unter anderem auch bei der Bayersbronn Classic. Und von dem, also der Christian ist eher, der Alexander Klein, ist, ja, also ich sage mal so 55 Jahre, also um den Dreh rum plus minus, wie auch immer, so, oder um die 50. Also kein altverschrobener, sondern eher einfach erfahren, würde ich mal sagen, jung geblieben, erfahren, würde in diesen Kreis passen. Ich freue mich sehr über diese Charakterisierung dieser Alterskohorte. Ja, ich höre dich. Ja, aber sehr gerne. Okay. Also ich bitte auch um die E-Mail-Adresse, weil du ja vielleicht weißt, dass wir das Deutsche Institut für vernetzte Mobilität und Technologieoffenheit gegründet haben, das sich insbesondere auch mit E-Fuels auseinandersetzt. Und da haben wir in der Tat den Fall tatsächlich, dass Christian wahrscheinlich ja bei Neste, dem finnischen Konzern, ganz gut aufgehoben wird, weil der paraffinischen Diesel herstellt und immerhin das schon in der Größenordnung von 3 Millionen Tonnen. Das sind 10% dessen, was wir in Deutschland im Jahr verbrauchen. Ist aber, weil die Bundesregierung, sprich der Herr Flassbart vom Umweltministerium, das verbietet, hierzulande nicht an Tankstellen anbieten soll, also darf, aber es gibt einzelne Tankstellen, die das tun. Dieser Diesel wird aber verkauft an 500 Tankstellen in Skandinavien und in Benelux. Und die arbeiten mit Hochdruck daran, das hierzulande auch populär zu machen. Das Hauptproblem ist, dass überhaupt keiner weiß, was E-Fuels, was Refuels, was Biokraftstoffe sind und wie die hergestellt werden. Und das trifft selbst auf große Spediteure mit mehreren hundert LKWs zu, während wir ein großes Problem haben, tatsächlich hierzulande Hersteller zu finden, die synthetische Kraftstoffe auf Benzin, also in Richtung Benzin produzieren, während es allerdings einige große Projekte gibt. Also Porsche ist das bekannteste wahrscheinlich in Patagonien, gemeinsam mit Siemens Energy und ich glaube Esso ist dabei. Und gleichzeitig gibt es noch ein großes Projekt in Norwegen, das auch mit Wasserkraft arbeiten wird. Und insgesamt gibt es mittlerweile zum Beispiel auch zwei große Projekte in Australien, eins in Saudi-Arabien. Da geht also eine ganze Menge ab. Aber hierzulande einen Hersteller zu finden, der insbesondere auf Benzinbasis arbeitet, das wäre uns eine große Hilfe, weil ich habe insbesondere bei der Crema 21 mit Reinhard Schade so ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, eigentlich sollten wir mal die Oldtimer-Spenden-Aktionsautos mit synthetischen Kraftstoffen durch Deutschland touren lassen und dadurch für beide Sachen eine gewisse PA machen, nämlich einerseits für die Spendenaktion und andererseits für synthetische Kraftstoffe. Jetzt könnt ihr weiterreden. Ja, wir haben auch 18.41 Uhr, können auch aufhören. Christian, hast du noch was zu sagen? Nö. Nö. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mal
die Ohren spitzt. Und da jetzt erstmal schon mal danke an den Christoph Kahle für den Tipp aus dem Schwarzwald. Aber wenn jemand eine Idee hat, mit wem man das machen kann, dann bin ich da sehr dankbar und da auch gerne bereit, dann sofort Kontakt aufzunehmen und das Thema nach vorne zu treiben. Also ich würde vermuten... Ganz kurz deine E-Mail-Adresse, Christian, bitte. Schreib sie in den Chat. Also ich kann einfach nur eins sagen dazu, wenn man sich hier in der Bundeshauptstadt so ein bisschen umhört, hinter den Kulissen ändern sich die Einstellungen zu Biofuels, zu Refuels, zu synthetischen Kraftstoffen, zu Biokraftstoffen momentan doch deutlich. Das liegt nicht nur an der Regierungsbeteiligung der FDP, sondern dass eben vielen Leuten, die in den Ministerien auch Verantwortung in der Linie tragen, immer mehr bewusst wird, dass wir vermutlich die CO2-Ziele nicht erreichen werden, wenn wir auf die Elektrifizierung warten, erstens. Und zweitens, dass es vermutlich gar nicht genug Strom gibt, um diese Elektrifizierung in der vorgesehenen oder geplanten Art und Weise umzusetzen. Das wird vermutlich über eine Beimischung laufen, die man dann sukzessive erhöht, indem man solche paraffinischen und synthetischen Kraftstoffe einfach beimischt und damit ja auch schon eine CO2-Reduktion um 20, 25, 30, 40, 50% schlagartig im Bestand erreichen kann. Aber die ganzen Investoren sitzen momentan alle auf Hab 8 und warten, ob die Europäische Kommission das mitträgt. Das wird das entscheidende Problem sein. Und auch da gibt es Zeichen. Es gibt einen Kabinettsbrief, einen Brief vom Kabinettschef von Frau von der Leyen an den Werner Maus, der heute eigentlich auch teilnehmen wollte, der da sehr aktiv ist auf dieser Front und alle anschreibt und nervt. Auch da ist ansatzweise zu sehen, dass man sich zumindest dieser Frage stellt und auch das Bundesumweltministerium, Herr Flassbart, der bis jetzt ja komplett auf der Elektrifizierungswelle und vor allen Dingen auf der Verkehrsreduzierungswelle war, weil die ganzen Elektrifizierer sagen alle irgendwo im Kleingedruckten spätestens. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn wir in Zukunft nur noch die Hälfte der Autos haben, die wir heute haben. Und das ist wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen. Aber selbst das Umweltministerium hat nun also per Schreiben vom 20.07., glaube ich, verkündet, dass zumindest kommunale Betriebe, die unter die sogenannte Clean Vehicle Directive fallen, also jetzt schon 45% CO2-Reduktion in ihrem Busfuhrpark haben müssen und ab 2025 65% Reduzierung bei den neu angeschafften Fahrzeugen, dass die jetzt plötzlich und auf einmal betriebsintern, wie das in dem Schreiben heißt, paraffinische Kraftstoffe einsetzen dürfen, während uns allen verwehrt wird, dass wir das an der Tankstelle kaufen können. Aber das ist immerhin schon mal was und das wird auch dazu führen, dass wir die Kosten, insbesondere bei den kommunalen ÖPNV, Betrieben in den Griff kriegen, weil wenn man sich das so anschaut, die BVG in Berlin hat kalkuliert, dass sie die jetzt angefangene Umrüstung auf Elektrobusse, dass sie nicht 2 Milliarden Euro kosten wird, sondern 3. Dazu müssen 880 neue Leute eingeführt werden, weil die Busse sind nämlich doppelt so teuer, aber haben nur die halbe Reichweite von einem Dieselbus. Das heißt, man braucht also wirklich tatsächlich die doppelte Anzahl und die brauchen alleine 4 Betriebshöfe, die neu gebaut werden müssen, um diese zusätzlichen Fahrzeuge zu laden und zu warten. Dazu wissen wir ja, dass die gelegentlich auch abbrennen und dann das ganze Depot in Flammen steht, wie gerade in Hannover, Düsseldorf und Stuttgart geschehen.
Und da ist jetzt also eine ganze Menge im Weg. Und deshalb würde ich dir raten, Christian, wart noch ein bisschen, bis die Koalitionsverhandlungen zu Ende sind. Da wird das Thema E-Fuels wahrscheinlich eine ganz große Rolle spielen, und zwar ganz anders wie bisher gedacht. Ja, also es ist kein Thema, das jetzt bis Ende des Jahres im Körbchen sein muss. Völlig klar, auch vor dem Hintergrund, dass das natürlich so ein bisschen in der Oldtimer-Szene verortet ist. Auch wenn es gut, das ist auch eine super Nische dafür. Das ist ganz klasse. Genau, und das ist halt ein Kommunikationstool, soll alle anderen natürlich auch erreichen. Dafür ist es ja gedacht. Da geht die Saison halt nächstes Jahr im März, April erst wieder los. Und bis dahin sollte das Ding auch stehen, um das Projekt dann sauber aufzusetzen. Auf jeden Fall haben wir ja den wissenschaftlichen Unterbau durch DIMC und haben da auch die richtigen Leute, mit denen man sich dann für eine wissenschaftliche Expertise immer noch mal kurz schließen kann. Da bin ich auch recht dankbar für. Und insofern, das ganze Projekt wächst ja noch. Die Idee ist noch gar nicht so alt, das mit dem Auto zu machen. Und insofern war das jetzt so ein bisschen eine Sneak Preview. Ich kann da gerne mal berichten, wie es weitergegangen ist und auch meinen aktuellen Stand durch.